zusammen, grüß euch miteinander. Ja, heute geht es um ein ganz neues Thema. PCP. Peelable Card Painting. Was genau ist das? Das schauen wir heute miteinander an. Und ihr seht schon hier im Hintergrund, Bluefire ist hier in der Spritz-Lackierkabine drin, in der Kabine 1. Ist er schon parat, wird demnächst angefangen mit der Behandlung. Und wir schauen jetzt miteinander an, was ist PCP ganz genau. PCP, noch einmal Peelable Card Painting, ist im Prinzip, wenn man das gegenüber Keramik Coating, das die meisten kennen, wollen vergleichen, dann haben wir bei Keramik Coating eine Chemikalie, die auf einem super gereinigten Fahrzeuglack appliziert wird, der eine chemische Verbindung eingeht und nachher einerseits eine Art Schutzschicht über den Lack gibt und am Lack einen schönen Glanz verleihen. Je nach Preis und nach Ausführung vom Betrieb, der das macht, tut man dort ein, zwei oder sogar drei Schichten anwenden, applizieren auf dem Fahrzeug. Das ist eine gute Sache. Das Keramik-Coating ist langdauernd, das heisst, ich habe aus eigener Erfahrung gesehen bei einem von meinen Fahrzeugen, dass das mindestens ein Jahr sehr gut hat und das Fahrzeug hat nach einem Jahr immer noch wie neu ausgesehen und entsprechend glänzt. So, und jetzt ein PCP. PCP ist im Vergleich dazu, wenn wir uns vorstellen, wir fahren ganz normal das Fahrzeug im Gebrauch, lässt sich nicht vermeiden, dass zwischen ein Steinschlag passiert. Und zwar in Regu ist das so, dass das meistens hier vorne auf der Hube passiert oder natürlich unten nachher hier an der Stoßstange, an der Front vom Fahrzeug. Und da bietet natürlich Keramik-Coating in dem Sinn keinen Schutz. Das kann da uns nicht vor Steinschlägen bewahren. Und da kommt jetzt ein PCP ins Spiel. Peelable Card Painting oder abnehmbare Farbe ist eine neue Erfindung von einem deutschen Hersteller, von der Firma Schramwerk. PCP wird so appliziert, dass das eine Chemie ist, eine Art eine Farbe, eine Art eine Lack, wo mit Kunststoff versetzt wird, gemischt wird und nachher auf das Fahrzeug aufgesprayt wird. Also es gibt nachher dort wie eine Schutzschicht drüber, und zwar aus Kunststoff, wo man nachher sieht, wie das aussieht, und dort damit auch einen Schutz auch vor Steinschlägen kann bieten. Natürlich nicht vor Felsbrocken, aber von diesen kleinen Kieselsteinchen, die da die kleinen Ecken nachher geben, von denen ist das absolut geschützt nachher. Und jetzt schauen wir noch miteinander an, an einem Test Karosserieteile, wie das aussieht. Also, wie versprochen, schauen wir jetzt miteinander noch ein paar Muster an, an Karosserieteile, wie das aussieht. Jetzt, sorry, den Namen kannst du wieder... Der Josip. Der Josip tut uns jetzt schnell erklären, was er hier gemacht hat an diesen Prototypen. Das war der erste, glaube ich, oder? Ja, aber ja, das war ein Übungsobjekt. Da haben wir Grundstück, also Kopfflügel schwarz lackiert in Originalfarbe. Dann haben wir es trocknen lassen. Dann haben wir direkt drüber das PCP als Schutz, den man sehr gut abziehen kann. Ihr seht, also das ist jetzt ist im Prinzip eine Plastikfolie, Kunststofffolie. Genau, das ist eine Folie. Wie dick ist das, weiss man das? Mindestens 120 µ müssen wir auftragen, damit es gewährleistet ist, dass man es wegnehmen kann. Also mindestens 120 µ müssen wir drauf haben. Sonst kann man es nicht abziehen. Und vor allem muss man auch schauen, dass es auch über die Kanten rückstandlos
und ohne grossen Aufwand weggeht. Nicht wie bei der Folie, dass man Lean hat oder so. Und das ist, wird direkt auf die bestehende Lackierung vom Fahrzeug aufgedreht. Genau. Zu reinigen, vorwaschen und dann dann wird das beschichtet als ein Steinschlagschutz oder allgemein Lackschutz. Wie robust ist das, wenn ich jetzt hier mit einem Messer oder etwas probiere, mit einem Schraubenzieher? Dann haben wir einen Spachtel, oder? Also, das ist schon relativ... Gut, das zeichnet auf der Folie selber, zeichnet genau. Schon, aber nicht auf dem Ding, oder? Aber nicht auf dem Lack selber. Oder auf dem Lack, weil da sind ja die Kratzen, oder? Da sieht man sie auch. Da haben wir... Und da ist... Ja, wie neu noch. Da ist das Bicipi drüber. Also, Farbe und Aufbau. Das Bicipi, Klarlack. Klarlack drücken, zwischengeschliffen und dann am Schluss nur noch einmal Klarlack und dann kann perfekt die Oberfläche. Also da ist über das Bicipi noch einmal lackiert worden. Lackieren mit einem Weg. Also das macht man so oder so. Ja, aber das ist noch... Das ist einfach Fahrzeugfarbe. Lackiert, trocknen, zwischengeschliffen und dann noch einmal nur Klarlack. Also normal, ein Autolack ist am Schluss. Noch drüber, dass man einfach die perfekte Oberfläche haben. Ich bin heute hier in Hinwil beim Autospritzwerk von André Ehmann. Und das ist ein ganz sympathischer Familienbetrieb, den es seit über 50 Jahren gibt. Und ich bin natürlich nicht aus diesem Grund hier, sondern ich bin hier, weil die Firma Ehmann für PCP, Peelable Carpainting zertifiziert ist, und zwar zertifiziert in dem Sinn, als dass der Hersteller, die Firma Schrammwerk aus Deutschland, ihre Produkte nicht einfach so auf den Markt gibt, sondern die Firmen, die das anwenden und schlussendlich auch ihren Kunden verkaufen, zuerst müssen eine Schulung machen und eine Zertifizierung ablegen, und das hat die Firma Ehmann als einziger Lackierbetrieb in der Schweiz bis jetzt gemacht, und das ist, wie gesagt, der Grund, warum dass ich hier bin. Die restliche Arbeit, die am Fahrzeug jetzt gemacht wird, sehen wir anschliessend da drinnen. Und das hier ist noch eine kurze Rundsicht der Firma, wo, wenn ich das richtig gezählt habe, über 4 Brennkabinen verfügt. Also das ist ein Betrieb, der hier ganz emsig geschaffen wird, dass sie Lackierarbeiten, sei das unfalltechnisch oder was auch immer, bestens aufgehoben. Wie gesagt, hier werden auch Alufelgen werden hier geflickt und aufbereitet, wenn man das Problem hat. Aber um das geht es heute ja nicht. Wir sind heute hier wegen PCP. Und jetzt geht's los. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, wir schauen den Tesla an, dann sauber waschen, vorbereiten, abwolben. Thank you.
haftende Schicht. Die mit haftende Schicht? Okay. Die Schicht, die den Untergrund mit dem PCB verbindet. Und jetzt haben wir jetzt pures PCB drauf. Jetzt geht das etwa 40 Stunden, bis es matt ist. Wenn es komplett abgemattet ist, kommt der nächste Schicht. Und dann immer wieder so. Minimum 5 Schichten. Damit wir gewisse Schichtdicke haben. Also die 120 µ. 120 bis 170 µ müssen wir haben. Und danach, klar, 2 Schichten, wenn es weg. Und der Finish hat, der mir ein gefällt, dann eine 7,5 Stunden anschleifen, einen 800er, geben noch einen Klarlack. Dann sollte das mindestens so gut aussehen, wie es vorher dann aussehen. Hoffentlich besser. Dann kommen wir zum zweiten Durchgang. Das ist jetzt also der erste Schleifgang nach dem zweiten Klarlackieren. Hat es noch ein paar Unebenheiten, die man noch ausgleichen muss, wegschleifen, und dann nachher kommt der für die finale Klarlackierung noch durch. So, mittlerweile geht es hier um den letzten Lackierungsvorgang. Final Klarlack wird jetzt appliziert und da ist es wiederum ein bisschen am Stüben. Darum stehe ich vor der Kabine lieber oder besser für mich als drinnen ohne Luftfilter. So, und jetzt ist da wieder fast Sauna angesagt. Es ist etwa wieder, es ist 63 Grad. 63 Grad. Und den Zeh tut man es nicht, aber spüren tut man es. Und jetzt ist vor allem der Finalcheck. Da hier können wir noch einmal drüber schauen, über das Produkt. Und ja, sieht wirklich aus wie neu. Wie beurteilst du das alles? Wir sind zufrieden. Die Arbeitsaufwand war relativ aufwendig. Aber das Wichtigste ist das Endergebnis. Ich bin selber zufrieden. Kaufen Sie an. Ja. Und ich bin gespannt auf das Feedback. Wir sind uns verhalten über die Zeit weg. Wir bleiben sicher in Kontakt. Auf jeden Fall. Und dann sehen wir, was sich das entwickelt. Gut. Zukunft. Josip, herzlichen Dank für die tolle Arbeit und wie du gesagt hast, wir bleiben in Kontakt. Jeden Tag. Und für euch, ihr könnt unter dem Video tun ich
verlinken, was wichtig ist zu wissen. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder gerne das auch machen, meldet euch. Und ihr werdet Kompetenzangebote bekommen. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.